Hallo und guten Morgen. Herzlich willkommen zu dem neuen Video. Ich habe mir jetzt gerade mein Frühstück gemacht und schneide jetzt mein Video nebenbei. Für mich stand heute nur Haushalt auf dem Plan. Ich habe jetzt alles sauber gemacht. Ich habe komplett geputzt. Ich habe komplett einmal durchgesaugt. Ich habe die Küche gemacht. So, ich muss jetzt noch ganz kurz ein Video fertig schneiden. Das soll nämlich jetzt auch demnächst bald online kommen. Ich gehe jetzt noch schnell einkaufen. Das habe ich ja schon kurz gesagt gehabt. Ich brauche noch kurz ein paar frische Sachen. Heute Abend möchte ich was kochen, beziehungsweise ich brauche noch für morgen. Ups, wow. Ich brauche noch für morgen Bananen. Und ich habe jetzt einfach so Aufbackbrötchen gekauft. Dann kann ich mir die morgen oder ja morgen früh noch schnell im Backofen hauen. Kann ich mir ein Brötchen richten. Auch ganz geil. Und habe mir noch für die Mittagspause Salat geholt. Ich war jetzt nach Hause. So, ich habe jetzt meine Kamera heute nicht dabei, weil ich heute Abend arbeiten war und dachte, ich werde mich eh nicht melden. Aber wir haben jetzt Dienstag und ich habe mir gestern diesen Salat geholt. Und das esse ich jetzt gerade. Ich bin jetzt einfach hier in die Weinberge gefahren. Richtig chillig. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt und verbringe jetzt hier meine Mittagspause. Hello und good morning. Wir haben Mittwoch. War das gerade? Wir haben Mittwoch? Was war das gerade? Oh. Ich trinke gerade meinen Kaffee. Wir haben kurz nach 7 und ich muss jetzt gleich noch mein Essen richten für die Schule, das ich mitnehme. Und dann geht es schon los. Und ich muss halt Unterricht halten, eine Stunde. Also ich habe insgesamt so 9 Stunden Unterricht gehalten. Also ja, aber ich freue mich, weil ich bin in der Klasse ganz alleine. Scheiße. Sieht Übertreibe. super aus hier. So, hello. Ich wollte dich ganz kurz heute begrüßen. Wir haben Donnerstag. Heute ist schon fuller Zeitplan. Ich bin jetzt schon wieder zurück von der Schule. Ich hatte heute Morgen einen Arzttermin. Bin dann direkt an Schule zum Praktikum. Und glaube, jetzt noch ein Duplo. Colin, wenn du das siehst, I'm so sorry. Auf jeden Fall gehe ich jetzt los in die Schule, in der ich noch arbeite. Also direkt weiter zum nächsten. Danach hole ich Lulu ab. Und dann wollen wir gemeinsam kurz einkaufen gehen und dann was backen, weil wir morgen unseren letzten Tag von dem Praktikum haben. Ich bin schon wirklich ein bisschen sad. Also nicht nur ein bisschen, ich bin wirklich sad. Ich werde die Kinder so vermissen. Und das Wetter, einfach Goals. Auf jeden Fall wollen wir dann was backen für die Lehrer und für die Schüler und so. Und dann noch Germany's Next Topmodel gucken. Ja, aber jetzt erstmal in Schule. Oh mein Gott. Und ich komme hoffentlich gerade so rechtzeitig. Chillig, nicht. Ja, chillig. Hier ist einfach Stau. Ich hole das Lolo ab. Und dann sehen wir weiter. Beziehungsweise dann gehen wir einkaufen. Es ist so geiles Wetter. Oh mein Gott. Mensch, der Scheiße. Du machst so professionell. Krass. Gönnung. Tea Time. Chips Time. Snack Time. Germany's Next Topmodel Time. Hello, Leute. Ich bin at home. Ich hatte heute meinen letzten Tag im Praktikum. Ich mache jetzt einen Test, weil ich habe die letzten 2 Tage keinen gemacht. Jetzt habe ich heute erfahren, dass eine sich heute Morgen positiv getestet hat. Und bei den ganzen Kindern ist sowieso gerade richtig was Struggle, weil das so krass rumgeht. Und ich habe jetzt so Panik. Ich habe so Panik. Aber bisher bin ich ja drum rumgekommen. Was ich eh schon krass finde. Weil ich arbeite nonstop mit Kindern zusammen. Am Wochenende würde jetzt wieder einiges anstehen. Ich würde zu meinem Freund fahren, dann hätten wir auch wieder einige Programmpunkte. Ich hätte auch jetzt noch 2 Stunden Englisch mit meinen Englischschülern. Deswegen will ich lieber auf Nummer sicher gehen, weil ich will ja auch einfach niemanden gefährden. Habe ich es richtig gemacht? I think so. Ich habe so Angst. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe so Angst. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass wirklich was sein könnte.
Ich hatte immer ein gutes Gefühl, aber irgendwie heute. Also zumindest ist nichts Offensichtliches. Ich gebe euch ein Status-Update in 5 Minuten. Dann kann ich jetzt auf jeden Fall mal meinem Freund Bescheid sagen, dass ich kommen kann. Ich trinke jetzt einen Kaffee. Auf den Schock, dass alles gut ist. Auf den Schock, dass ich echt dachte, jetzt ist mein Leben vorbei für die nächsten 2 Wochen. Ha. Ich hatte mal wieder eine mega lange Unterbrechung in diesem Vlog. Ich habe immer wieder gedacht, komm, machen wir ein paar Tage Pause. Auf jeden Fall haben wir einen Jahrestag zum Caprese-Nudeln machen. Hey, eigentlich schon, ja. So random. Wir haben, ich kann mal das Video hier verlinken. Wir haben, hier. Wir haben vor ungefähr einem Jahr, haben wir letztes Jahr diese Caprese-Nudeln Fabiano nachgekocht. Man sieht es nicht und dann fliegt wahrscheinlich klar alles raus. Yay. Und das haben wir jetzt wieder gemacht, weil wir so wieder Bock drauf hatten und haben es seitdem einfach nie wieder gemacht. Ja. Das ist eigentlich schon doof. Wir haben damals gesagt, wir machen das jetzt immer selber und haben es nie mehr gemacht. Ja. Egal. Und deswegen haben wir es gemacht und deswegen mussten wir das jetzt vloggen. Also sind wir mal ehrlich, wir haben nochmal eine zweite Portion gemacht. Ups. Ja, wir konnten einfach... Wir mussten das Pesto aufmachen. Wir konnten nicht widerstehen. Wir hatten Hunger. Nein, eigentlich keinen Hunger. Wir hatten Bock da drauf. Gelüste. Ja, auf jeden Fall. Hallo. Fokus. Es ist einfach geil. Schon wieder so ein Fokusproblem. Ja. Oh. Oh Manu. Hallo. Ich bin's aus dem Schnitt. Ich habe das Video gerade geschnitten. Sind schon sehr alte Aufnahmen. Deswegen beende ich das jetzt hier und alle Aufnahmen, die jetzt neuer sind, kommen dann doch in den aktuelleren Vlog, weil sonst, wird es ziemlich alt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch das generell gefällt, wie ich das zurzeit mache. Ich mache zurzeit wieder viel mehr so Weekly-Vlogs. Abonniert mich gern, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!